Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video der, oder besser gesagt zum zweiten Tag der Week of Braum. Heute spielen wir in 3 gegen 3 als AD Off-Tank, wollte ich ihn jetzt erstmal probieren und habe mit Absicht nicht 5 gegen 5 gewählt, da ich ihn einfach noch ein bisschen lernen muss. Ich meine, ich spiele ihn seit einem Tag, habe erst 5 Spiele mit dem gemacht und will ich jetzt nicht gleich in ein 5 gegen 5 gehen. Nicht, dass da noch was schief geht und ich extrem verkacke, aber egal. Also 3 gegen 3 wäre eh dran gekommen, da kommt es halt ein bisschen eher. Und ich trainiere erstmal für 5 gegen 5, beziehungsweise für Ranked. Was ich gesehen habe, er wird nicht sofort im Ranked gebannt. Also gestern habe ich im Ranked gezockt und er wurde nicht gebannt. Und habe das Ranked übrigens gewonnen. Also er wurde nicht gebannt, er wurde aber gepickt von den Gegnern, muss man auch dazu sagen. Also wahrscheinlich war es schon Absprache. Aber unser Teamleader hat ihn auch nicht gebannt und von daher denke ich mal, wird er jetzt nicht so häufig gebannt werden. Wobei ich bin Silber 3 und ich glaube, das war ein Game, wo ziemlich viele Bronze dabei waren. Deswegen will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, er wird nicht gar nicht gebannt. Aber auf jeden Fall nicht so häufig wie die meisten neuen Champions, zum Beispiel Vel'Koz oder Aatrox. Genau, mir ist gerade der Name nicht eingefallen. So, ich fange ein bisschen tanky an. Eigentlich ein besseres Level 1 wird es eigentlich nicht. Selbst schwerste Türen kann geöffnet werden. Naja, die Akali ist noch nicht da. Ich hoffe mal, die kommt noch. Aber jetzt gerade ist die AFK. Von daher wäre ein Level 1 Fight ja sowieso das Dümmste, was man machen könnte. Okay, sie ist da. Wenn du ein Problem hast, gut. Komm zu mir. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass die uns wirklich richtig zerstören würden oder etwas dergleichen. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, dass die da oben im Busch campen, so wie ich auch gerne mache. Einfach zu dritt und halt das First Blood holen. Deswegen erstmal hier reinschauen. Okay, hier sind sie schon mal nicht. Dann hier mal die Kuh reinsetzen. Okay, geht durch. Okay, Braum gegen Braum. Er geht auch auf AD, das finde ich ja lustig. Wahrscheinlich auch auf Off-Tank gehen. Ah, ich mache aber ordentlich mehr Schaden als er. Und da geht er down. Erstmal First Blood hier geholt. So muss das sein. Whoopsies. Ja, da hat er aber nicht ganz damit gerechnet, dass ich einfach nur heftiger bin. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich so viel mehr Schaden gemacht habe. Der Stun hat es dann irgendwie rausgeholt. Also Stun-Q hat dann irgendwie mehr Damage gemacht, als ich jetzt selbst erwartet hatte. Naja, und dann Ignite. Und noch ein Basic Attack. Mehr war es nicht. Mehr habe ich auch gar nicht gebraucht. Er hat, glaube ich, sogar Heal eingesetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das Blöde ist, ich jetzt die Lane gepusht, was eigentlich ziemlich blöd war. Egal. Solange ich nicht gegankt werde, geht eigentlich alles ganz gut. Trinder mehr jungelt bei uns und bei den Gegnern die Sinn. Der hat sogar Smite dabei, was ich persönlich jetzt nicht so gut finde für 3 gegen 3. Erstmal eine Kuh reinklatschen. Wollen wir hier nicht gegankt werden. Das wollen wir ja nicht. Aha. Okay, da willst du also wissen. Oh, ich verkacke gerade heftigst den Farm, was nicht so geil ist. Naja, er ist immer noch Level 1. Lol. Okay, jetzt ist er Level 2. Er hat einiges an Farm verloren. Geht der. Trindamer? Hallo? Der jungelt da gemütlich. Ja. Passt schon, ne? Nein. Jungle nur weiter. Ist ja nicht irgendwie so, als wäre ich da übelst gefickt worden. Nein. Dann hole ich mir auf jeden Fall mal Rüstung, damit ich gegen den Spacko schon mal mehr aushalte. Ja, und dann Heiltränke. Mehr kann ich gerade gar nicht kaufen.
Oh, jetzt werden die da unten auch gegankt. Wird sie da unten auch gegankt. Oh, hat ihn sogar gekillt. Hammergeil. Hat wohl die Vayne nicht wirklich was gemacht? Scheint AFK zu sein. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht flamet sie den anderen auch gerade nur. Ich habe ja gesagt, AD Off-Tank. Ich werde mir auf jeden Fall den Sunfire holen. Da die Q von ihm ja mit Leben skaliert und außerdem ja ein Off-Tank braucht halt auch ein bisschen Off-Tankiness. Deswegen, Alter, das ist gerade echt ein bisschen scheiße. Der hat gerade richtig krass die Lane gefreezed. Das ist ziemlich assi. Er macht jetzt auf jeden Fall keinen Schaden mehr durch die Chain West. Ach, diese Kack-Minions, die greifen alle den gleichen an, damit ich bloß nicht den Last Hit bekomme. Typisch. Ah. Das Blöde ist, er probiert mich zu poken, während ich probiere zu farmen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und mein Schild ging nicht an. Warum ging denn mein Schild nicht an? Was ist denn hier los? Warum geht mein Schild nicht an? Warum geht mein Schild nicht an? Was hole ich mir denn eigentlich? Also ich hatte mir jetzt gedacht, so ungefähr würde ich eine Klinge des gestürzten Königs holen, ein schwarzes Beil und eine Klinge der Unendlichkeit als Damage-Items und als Tanky-Items, Sunfire und Banshees und als Schuhe die Merkurschuhe. Hatte ich jetzt so gedacht. Ja. Halte ich jetzt so fürs Beste. Schwarzes Beil gibt nochmal ein bisschen Leben für Tankiness und für die Kuh. Und Klinge des gestürzten Königs, Lebensraub, Attack Speed braucht man einfach, weil sonst kannst du ja nicht One-on-One fighten. Geht ja gar nicht. Und Klinge der Unendlichkeit ist schlicht und einfach, ja, brauchst Damage, weil sonst kannst du ja gar nichts machen. Und da fand ich die einfach am besten, weil Crits sind sicherlich auch nicht schlecht bei dem Champ. Und ja, denke ich, ist so das Beste. Jo, dann wurde ich jetzt ein bisschen gebabysittet von dem Lee Sin und meine Lane ist natürlich gepusht. Sprich, ich kann gerade gar nichts machen. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Dank den beiden netten Teammitgliedern, die natürlich meine Lane gepusht haben, nicht mal einen Kill geholt haben, sondern einfach nur, ja, nichts getan haben im Prinzip. Muss ich probieren, hier schön safe zu farmen. Oh, er holt sich auch Klinge des gestürzten Königs. Ha. Na, wer hätte das gedacht? Da hat man sogar die gleiche Idee. Also ich spiele jetzt zum ersten Mal ihn auf AD. Nur in einem Bot-Game habe ich ihn schon mal auf AD gespielt, aber das zählt ja jetzt nicht wirklich. Ja. Alter, schon wieder? What the fuck? Das ist jetzt der dritte Gank. Das ist eine Scheiße hier. Die lassen mich nicht in Ruhe. Und die kriegt. Mein Team kriegt es nicht auf die Reihe, einen von denen zu killen. Ich werde penetriert von zwei Leuten. Mein Team kommt und die machen einfach nichts. Meine Herren, sind die scheiße. Das ist ja unglaublich. Ja, und dann nimmt er mir noch meinen Farm. Ja, ganz geil. Toll gemacht, du Arschloch. Und dann. Alter, das ist doch nicht ihr Ernst. What the fuck, wie schlecht die sind. What the fuck. Ach du Scheiße. Meine Fresse, war das gerade schlecht. Das ist ja echt. Es tut ja fast weh, wie schlecht die Aktion gerade war. Also, so ein schlechtes Play habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Das ist der schlechteste Tower Dive EU. Naja, und die Vayne kümmert sich irgendwie auch kein Schwein? Oder ist die immer noch AFK? Oder wie sieht es da unten aus? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, ganz geil. Ich bin immer noch nicht Level. Mir fehlt ein Minion zu Level 6. Na gut, ich bin tot. Mir wird wohl kaum jemand helfen. Genau. Jo, wir werden hart gefickt. Das ist jetzt gerade nicht so geil, aber das ist halt die Gefahr, wenn man was Neues ausprobiert und dann auch noch mit einem Kack-Team spielt. Ich will jetzt nicht flamen, aber ganz ehrlich, der Trinder mir hat bisher nichts gemacht und der Lee Sin hat mich viermal gegankt. Ja? Ich will jetzt ja nichts sagen, aber das sagt schon einiges. Naja, ist ja egal. Die Vayne ist allerdings echt AFK irgendwie. Kommt mir zumindest so vor, als würde sie einfach nur am Tower rumstehen und nichts tun. Und jetzt, oh Gott, hör mir bloß auf, wenn die jetzt nochmal stirbt, dann eskaliere ich hier vollkommen. Ich werde ihn jetzt nicht angreifen, bin ich behindert, ey. Der ist zwei Level über mir und hat übelst die krasse Minion-Wave hier.
Ja, jetzt kommen sie natürlich zu dritt, ne? Das ist ja typisch. Alter, ja, klaut mir mein Fahrrad. Das sind solche Ignoranten. Wirklich, manchmal denke ich mir einfach nur in dem Spiel, wie behindert kann man eigentlich sein? Ich liege mit dem Farm extrem zurück, ja. Mir fehlt übelstes Level für einen Solo-Laner. Eigentlich wäre es schon Level 8 bis 9 möglich, wenn man die ganze Zeit gefarmt hätte, nicht gestorben wäre. Dann bin ich auch noch im Farm zurück. Zwar jetzt gleich nicht mehr, aber war ich bis gerade eben noch. Und dann klauen die mir den ernsthaft noch, ne? Die haben wir beide nicht irgendwie, ist 53 und 63. Nee, die brauchen unbedingt noch meinen. Meine Herren, du, ich bin froh, dass ich mit solchen Leuten nicht oft spielen muss. Allerdings ist jetzt in der Wiege auf Braum wohl öfter. Da kann man sowas nicht verhindern. Ikali hat anscheinend nicht ganz verstanden, dass die Vayne AFK ist. Pinkt immer noch, dass sie AFK ist, wobei sie nur da hinten am Tower rumsteht. Naja, oh, da ist er wieder. Jetzt fast seine Klinge ist gestürzt, Königs fertig. Viel fehlt nicht mehr. Ach du Scheiße. So, dann hätten wir das auch. Wieder ein Kill. Und, na gut, dadurch, dass die Vayne AFK ist, werden wir die Runde eh safe gewinnen. Aber ärgerlich ist es trotzdem, ne? Weil eigentlich bin ich der schlechtere Braum. Oh, nee, da ist sie. Oh, falsche Information von mir. Ah, noch schön am Tower gestunt. Leute, wieso machten die so viel Schaden? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Holt den Tower noch. Tower ist recht wichtig, den müssten wir eigentlich schon noch holen. Schafft man nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Könnten noch das Teil einnehmen. Na, wenn wir uns beeilen. Wenn alle an einem Strang ziehen. Und, ja, genau. Ja, ich dachte es mir schon. Die Kuh noch getroffen. Oh oh. Ja, die gehen instant auf mich wohl. Schaut euch das an, die ignorieren einfach, wie Vayne da hinten verreckt. Nur um mich zu killen. Das sind echt Plays hier. Da denkst du dir auch nur, what the fuck. Aber die kann ich mir noch holen. So. Oh, die Akali verreckt auch. Nein? Sie holt den sich. Okay. Dann komm doch runter. Puh, das war eine knappe Sache. Das war eine knappe Sache. Ich find's lustig, dass die Vayne nicht weggegangen ist mit so wenig Leben. Hätte sich eigentlich denken können, dass ich probiere, sie noch zu holen. Oder auch drin da mehr. Ich meine, er ist ja da geblieben mit Ulti. Hat die ja noch ewig lang getankt, da hätte sie, also ich wäre da nicht gern da geblieben an ihrer Stelle. Und kann die mal weggehen? Naja, ich bin ja noch in der Lernphase, sagen wir es mal so. Und, what the fuck? Zu viele Minions. Ach du Scheiße. Oh, das sind jetzt echt ein paar viele. Naja, was ich mir überlegt habe, ist, dass Full AD, also sprich AD Carry, Braum wahrscheinlich nicht so geil ist, weil er eben seine Q auf Leben basiert und seine Ulti auf, komm, voll für den Arsch, seine Ulti auf Magie-Schaden, also Fähigkeitsstärke, und seine anderen beiden Skills, ja, Magieresistenz und Rüstung, glaube ich auch, oder? Ja, Rüstung. Genau. Sprich, es hängt eigentlich von allem ab, außer von ach, ich dachte schon, wir wären da verreckt. Nee, nee, nee. Na gut, ist ja nur ihr Altar, den können sie ja ruhig zurückerobern, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, 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 oh. Wieso wird denn der eigentlich nicht gestunt? Was ist denn das hier? Komm schon, klatsch die Minions um. Oh, okay. Okay, so geht's auch. Komm schon. Gib ihm. Ist doch ein Hit, da müsste eh gestunt sein. Komm schon. Oh, lol.
What the fuck? Sie sind gestorben? Das ging da unten dann gerade ab. Hydra wäre eigentlich... Oder soll ich lieber Hydra holen? Ja, wobei, eigentlich braucht der Text Damage. Ich würde jetzt da weggehen, Kumpel. Ich würde da jetzt weggehen. Ja, oder Hydra, das ist die Frage, ne? Ach, der hat hier schon gecountert, Jungle. Ja, ich mach die Wölfe trotzdem. Ich mach die trotzdem. Ich bin so arm, ich brauch die Kohle. Ja, oder auch nicht. Ich weiß nicht. Hydra. Das ist immer das Schwierige. Aber ich glaube, also vielleicht auch. Also man kann ja beides holen. Klinges des gestürzten Königs und Hydra, aber ich hole mir erstmal Klinges des gestürzten Königs, allein schon wegen dem Angriffstempo und weil mich sonst der andere Baum einfach nur zerstören wird. Weil ich dann nicht schnell genug angreife und diesen Effekt von der Klinge nicht habe, beziehungsweise von dem Bilgewasser Intermesser. Da wäre der dann ganz krass im Vorteil und das will ich ja auch nicht. Ja. Ich weiß nur nicht, was mit der Vayne am Anfang los war. Also anscheinend war sie echt nicht AFK oder hatte kein DC, weil sie ist ja nicht weggegangen. Von daher denke ich mal, die war einfach nur ein bisschen retarded. Oder hat vielleicht auch gechattet und hat deswegen den Tower nicht verlassen. Ja, komm doch her. Oh, vielleicht kommt hier Lee Sin. Ja, der will es aber wissen. Und... Nein! Fail, aber wo war mein Team bitte? Hat jetzt auch nicht wirklich gepinkt, dass da zwei Gegner hochkommen. Akali war anscheinend ein bisschen Brain AFK. Hat überhaupt nicht reagiert, dass die Vayne hochgekommen ist. Jetzt holt sie sich das ja natürlich, ne? Ja, typisch. Oh. Ach, die haben beide hier. Ach, sie haben beide hier. Ah. Oh, 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 oh. Ich verstehe nicht, warum kommt sie nicht, wenn ich 1 gegen 3 fighte, sondern erst, wenn sie dann 1 gegen 2 ist. Verstehe das halt nicht. Wieso kommt sie nicht gleich nach oben? Naja. Und der Trindamir war aus irgendeinem Grund back. Keine Ahnung. Egal. Ich bin auf jeden Fall leicht gefeedet, würde ich mal sagen. Also, ja, jetzt nicht ultra gefeedet, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle als der andere Baum. Wie man gerade gesehen hat, habe ich ihn ziemlich leicht zerstört, wo sie sogar 1 gegen 2 waren und er sogar Ulti gemacht hat und ich nicht. Autsch. Da hat aber einer Damage gemacht gerade. Naja. Das Problem ist halt, also sein Problem ist halt, er geht halt auf nicht auf Off-Tank, sondern nur auf AD. Und ich gehe halt auf Off-Tank und deswegen halte ich halt auch einiges aus. Also meine Runen, meine Meisterschaften sind auch ein bisschen tankiger. Ich habe von Haus aus einfach mehr. Beispiel 5 Magieresistenz mehr ist zwar jetzt auch nicht die Welt, aber da macht die Kuh schon mal ein bisschen Schaden weniger, ne? Aber jetzt trifft er gerade alle seine Skillshots und ich gar keinen. Oh, weil ich verstehe nicht ganz, wie man gegen eine Vayne als Akali 1-on-1 verlieren kann. Ach du Scheiße. Und genau, und dann noch auf die. Geh doch auf die. Geh doch auf die Vayne. Was macht denn der Kerl? Also geht er nicht gleich auf die Vayne? Ich verstehe die Leute einfach nicht. Das ist wie, als würden die Spanisch spielen. Ja? Ich meine, der greift die ganze Zeit in die Sinn an und die Vayne hätte noch einen Basic Attack gebraucht. Von ihm. Trotzdem geht er weiter auf den Lee Sin. Also jetzt fragt, warum ich mir Magieresistenzschuhe hole. Die sind nicht so wirklich für die Magieresistenz, sondern vielmehr wegen den Betäubungen, Verlangsamungen, weil Lee Sin hat Slow 2, Braum hat Slow Stunts, alles und Vayne hat auch das ihre E, also technisch gesehen auch ein Stun oder ein Slow, je nachdem, wo man hingeschossen wird. Und von daher finde ich, lohnen die sich trotzdem, auch wenn sie jetzt vielleicht kein AP-Damage machen. Naja, genau. Dann der Braum geht top, wie es aussieht. Vielleicht probiere ich nochmal. Oh, jetzt kauft er mir nach, oder was? Jetzt würde sich auch ein Sunfire Cape. Naja, gut. Kann er machen. Ist halt nur ein bisschen geklaut, ne? Will ja nichts sagen, aber hat er halt voll von mir abgeschaut. Wobei er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, er hat sich, ich habe mir von ihm das... Ach komm schon, jetzt hört mir doch auf hier.
Was ist denn das immer? Ich habe halt keine Chance gegen zwei Leute. Ein Slow nach dem anderen. Seht ihr das? Und jetzt ist es klar. Meine Herren. Meine Herren. Der Trindamer farmt nur. Der macht überhaupt nichts fürs Team. Der kommt immer nur solo rein und staubt dann Kills ab. Naja, ist ein bisschen scheiße. Ich hasse es, so oft zu sterben. Das ist einfach das Langweiligste, das es gibt, hier ewig lang zu warten. Aber mein Team hilft mir halt auch nicht, ne? Ist ja wieder dieselbe Situation. 2 gegen 1 und Vayne war alleine auf der Botlane, bis sie gekommen ist. Und da sind die auch nicht, haben die auch nicht reagiert, um die einzeln abzuhauen. Und jetzt holen sie wieder einen 3 gegen 2 Fight raus. Der Braum kommt jetzt gleich von oben. Müsste auch noch Ulti haben. Und die sind gerade am Tower. Das will ich ja nicht sagen, aber könnte jetzt auch böse ausgehen für den Trindamer. Hm? Oder auch nicht. Oh. Doch, jetzt. Er hat ein paar 100 Jahre gebraucht, bis er mal reagiert. Viel zu spät natürlich. Jetzt würde er fett auf die Schnauze bekommen. Tja, da hätte er eher kommen müssen, um die Kiste zu holen. Tja, armer Baum. Fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Nein, eigentlich nicht. Whoops. Also für ein 1-8, das ist schon ein bisschen mehr als nur Whoops. Das ist dann schon eine ganze Hausnummer größer. Naja. Naja. Egal. Wir gewinnen. Zwar nicht dank mir, aber auch nicht dank den beiden. Egal. Ich push mal hier oben weiter. Mich stört hier anscheinend keiner dabei. Und hol mir ein bisschen Farm. Ich liege nämlich extrem farmtechnisch hinten. Der Braum ist tatsächlich sogar noch vor mir, obwohl er die ganze Zeit am Kämpfen ist. Also am mich töten, besser gesagt. Lol. Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Mir fehlen die Worte, oder besser gesagt, ich habe keine Ahnung, was die Typen da gerade teilweise gemacht haben. Naja. Klingelsgeschütz und Königs haben wir jetzt gleich fertig. Noch ein bisschen Kohle, ein bisschen. Ich weiß nicht. Also ich hole mir jetzt auf jeden Fall schwarzes Beil. Also so weit bleibe ich im Plan. Also noch ein bisschen mehr Off-Tankiness. Und da die eh keine AP haben, wird sich Banshees nicht lohnen. Und dann hole ich mir das viertes Item einfach, eine Hydra. Ja. Mache ich nochmal ganze Ecke mehr Schaden. Oh. Tja, da war es leider nicht. Das ist das Gute an dem W, also jetzt nicht für uns, aber für am Champ. Lol. Ja, mach doch was, what the fuck, die rennt einfach nur weg und hilft mir nicht mal. Pingen hilft mir. Der pingt sie mich so behindert an. Ja, es hilft mir auch nicht schneller wegzukommen oder so, wenn sie mich anpingt. Meine Güte, das soll ich mich beeilen, wenn ich noch ein paar Kills abstauben kann. Ist natürlich scheiße, dass ich jetzt schon wieder Lowlife bin, wenn wir kämpfen. Die Gegner sind solche richtigen Arschgeigen, die haben es nämlich nur auf mich abgesehen. In jedem Kampf bisher haben die nur mich gefokust. Vorhin, als die Vayne da gegen den Trindamer auch zerstückelt worden ist, die haben es einfach ignoriert und wollten nur mich killen, einfach nur, weil ich der neue Champ bin. Meine Fresse. Das ist echt. Jetzt laufen sie beide nach unten, gönnen wir nicht den Farm. Ach nee, die wollen den Altar einnehmen. Na gut, das geht auch. Dann pushe ich mal hier oben trotzdem weiter. Weil ich dann wahrscheinlich jetzt wieder das 1 gegen 3 kämpfen darf, wenn ich hier oben bleibe. Naja. Ich skill übrigens den Schild hoch, weil ich finde, der macht einfach am meisten aus bei dem Champion. Und warum? Was macht denn der? What the fuck? Alter. Und wow, lol. Ich habe mit der Kuh einen Kill gemacht. Krass. Das war jetzt nicht mal geplant, ehrlich gesagt. Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde jetzt gleich drauf gehen. Na gut, damit wäre die Runde gewonnen. Joa, Braum AD Off-Tank ist auf jeden Fall eine sehr spielbare Möglichkeit. Einfach nur dank dem Schild, dank dem W und dank der Q und auch dank der Ulti hat er einfach so viele Slows, Stuns, Schilde. Der hat einfach alles, der Champion. Ich finde einfach, das ist ein richtig geiler Champ. Und AD macht da genauso viel Spaß wie Off-Tank-Support. Die wollen jetzt natürlich noch die anderen killen, nochmal killen. Ich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, dass die uns jetzt töten werden.
Mich zumindest. Ah ne, die anderen auch. Na gut, dann finische ich das Ganze mal. So, noch die Ulti reinhauen. Alle nochmal hochwerfen. Und fertig. Jo. Ja. AD Off-Tank Braum. Durchaus spielbar. Vielleicht nicht das Beste auf der Top-Lane. Aber ich denke mal, wenn man das Bild noch perfektioniert, also das, was ich jetzt gebildet habe, ist jetzt nicht so wirklich das A und O wahrscheinlich. Es ist nicht schlecht, klar, aber es gibt wahrscheinlich noch bessere Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich auch zig Guides geben, schon darüber, wie man den Off-Tank oder AD allgemein spielen wird, kann, soll, tut. Oder auch Jungle kann ich mir auch vorstellen. Ja. Auf jeden Fall mehr spielbar, hat Spaß gemacht. Und na gut, der Anfang, also das Spiel war jetzt nicht so geil. Aber morgen geht es natürlich weiter und was da kommen wird, weiß ich selbst noch nicht so genau. Ich werde es mir überlegen und ihr erfahrt es auf jeden Fall morgen. Ja, dann war es mit Tag 2 von der Week of Braum. Danke fürs Zusehen, bis morgen. Tschüss.